Ja, super. Wie wäre es, wenn du eine vernünftige Waffe nimmst und nicht so eine Scheiße? Ich glaube, da hätte ich besser drauf geschossen. Carbo, gegen den haben wir eben schon mal im mit dem Medi gewonnen. Ja, ist ein bisschen doof. Die haben hier auch eine gute verteidigende Position. Ich sehe mal zu, dass ich mir noch einen Flieger anlache. Weiß aber nicht, wie die Anti-Air derzeit aussieht. Da hinten ist noch so ein bekackter Ekelbatz. Da kommt noch ein bekackter Ekelbatz. Aber ich sollte spawnen und dann verschwinden können. Das ist das Mindeste. So, da hinten sehen wir einen Reaver. Ich weiß nicht, ob wir dem auflauern können. Sieht so aus, als würde der landen wollen. Listerine kenne ich. Das ist aber nicht der Listerine mit einem I. Ja, in die Flak reingeflogen, weil ich greedy war. Und dann noch für meinen Trottelismus belohnt worden mit einem Trottel. Ja, anders kann man es nicht sagen. Jedes Mal nach B, echt, das ist doch total bekackt. Und jetzt haben wir auch noch A. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall B zurückholen. Wir haben 19 Minuten Zeit dafür, das wird kein Problem, wir haben genug Support. Es kommt nur mal drauf an, wie sich unsere Leute anstellen und die feindlichen Leute anstellen. Aber ich denke, das können wir ohne Probleme ausnambulen. So, vor allem, wenn wir einen fleißigen Grenadier dabei haben, der weiß, wie man die Pisser da oben rauspopelt. Ja, ist klar, dass jetzt unsere Leute reinrennen. So, dann schaue ich nochmal. Sieht sauber aus soweit. Und dann haben wir den B-Punkt wieder. 3 Granaten später. So. Ja, meine Granaten haben jetzt nicht den Unterschied gemacht, aber sie haben zumindest Damage gegeben. Und naja. Ich glaube, uns gehört alles wieder. Tatsächlich. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Da hinten sind noch Gegner im Gebäude. Aber die sollten wir auch ohne Probleme kriegen. Ah, der hat den Battle Rifle. Aber der hat daneben geschossen. Aber ich glaube, dass wir da oben noch ein paar Kills drin machen können. Ich meine, uns kommen ja jetzt noch Leute daraus entgegengelaufen. So, und das Schild wieder aufladen. Hat der jetzt... Verstehe ich das richtig? Wir sind da lang. Und unser verbündeter Spion hat das Ding nicht ausgelöst, ich aber schon? Muss ich das verstehen? So, Martin UK, vorbei. Dieses Spiel. Echt, ich verstehe nicht, wie der Spion rein konnte, ich aber nicht. Ich meine, er ist doch nicht viel weiter links. Rechts war die Mine. Die Mine war erstmal ziemlich mittig und so viel weiter links ist er nicht gelaufen als ich. Ja, jetzt sind sie komischerweise wieder bei C da hinten. Sein freudiges Hin und Her. Aber irgendwann kriegen wir Crux Headquarters. Wenn es das Letzte ist, was wir tun, wie man so schön sagt. So, ich werde mich jetzt hier rüber anschleichen. Na, der ist von uns. Ja. Kollegen. Danke. Ich habe auf dem Radar jede Menge Verbündete und das ist das Problem. Zu viele Verbündete, um irgendwas erkennen zu können. Aber wie mir scheint, haben die sich da hinten auf dem Berg wieder eingenistet. Und da mit einem Heavy ranzugehen in so einer Situation ist meistens Kacke. Hier ist wieder ein Heavy Kacke tatsächlich. Da ist er. Aber ich glaube, wir können es schaffen, weil wir so viele Leute haben. Wenn die alle hinterherkommen, können wir den Hügel stürmen. Aber ich fürchte auch nur dann. So, ein einsamer MG-Turm, den hätten sie lieber besetzt, aber der ist herrenlos. So, ja, darf ich jetzt mal... Hier hängt man überall beim Clipping fest. Auf Wiedersehen. Lucien, den haben wir, mit dem haben wir uns eben schon mal ein Scharfschützen-Duell geliefert.
Der war schon down. Ja, ich sag hier, ist nichts los. Deswegen können wir das auch retten. Wir haben eben schon stärker befestigte Hügel gesehen. Aber das hier ist ja eine Kinderversion davon. So, Redeploy ist jetzt fast durch. Und ich muss sagen, die englischen Stimmen sind einiges besser als die deutschen. Ich meine, sowieso bei den neuen Stimmpaketen, die es nicht in Deutsch erhältlich gibt. Aber die Standard-Stimmpakete sind auch gar nicht so schlecht, wenn man die Originale hat. So, ich hätte gerne einen neuen Moskito. Den kann ich mir leisten und den will ich haben. So, was haben wir denn hier unten? Ein Lock-on haben wir für mich. Der geht durch. Na, der geht nicht durch. Ich höre aber einen Reaver und ich glaube, der könnte mich sogar verfolgen. Ne? Kein Verfolger? Okay, nehme ich. Ich habe nichts gehört. Wenn dem so ist. Na, du Lock-on-Spieler, du? Ne, ist ein Scharfschütze. Das ist tatsächlich ein Skyguard, die anscheinend AFK ist. Aber das lasse ich mir ja nicht entgehen. Ja, es ist nicht AFK, es ist unbesetzt gewesen. Aber Skyguard ist immer böse, deswegen lieber ausschalten. Vor allem, wenn man merkt, da ist jemand AFK drin. Weil der braucht sich nur einmal umdrehen, schwenken mit seinem Turm und dann ist man Moose. Und das wollen wir nicht. Wir haben hier nichts. Okay. Dann scheinen wir hier hin zu müssen. Das gefällt mir auch wesentlich besser, dieses Hügelcamp. Also das ist verdammt cool Design, finde ich. Aber hier sehe ich gerade auch noch keine Feinde. Hier müssten ja zumindest feindliche Sunra oder so sein. Ja, ich glaube, hier müssen wir hin. Das sieht vielversprechend aus. Da ist jemand. Da ist sogar eine Anti-Air. Das heißt, wir sind hier richtig. Wir kriegen neue Kills. Wollen wir einmal kurz landen, um uns zu heilen. Flieger. Ich wurde neulich von meinem Flieger zerquetscht. Weil es gibt ja diesen blöden Hüpfer, den der Flieger manchmal macht. Und damit hat er mich dann zerdrückt. War sehr unangenehm und peinlich in der Situation. Und ich wollte gerade raus. Ja, ich war greedy. Ich wollte den anderen noch mit dem MG kriegen und das hat man davon. Man wird in Planet Zeit immer bestraft, wenn man greedy ist. Aber selber schuld, würde ich sagen. So, wo könnten wir denn als nächstes einspringen? Ja, hier ist doof. Wobei, hier war eben doof. Hier könnte jetzt gut sein. Ich weiß es nicht. Eine Minute haben wir hier. Wir kämpfen gegen Vanus, während es dunkel ist. Das ist immer schon mal beschissen. Ja, wir gehen nochmal rein. Ich wollte gerade sagen, ich sehe was auf dem Radar, aber ich kann ihn so noch nicht entdecken. Nee, sieht jetzt sauber aus, aber da hinten ist noch der MacRider, der verunsichert mich beim Vorrücken. Das ist halt immer uncool, wenn man einen MacRider hat und selber Sunny spielt ohne C4. Ja, der hat es auch schon auf uns abgesehen. Nee, ja, du wirst uns garantiert nicht mehr finden. So, da hat er es aufgegeben. Der ist ziemlich schnell von uns abgegangen. Also der war ziemlich schnell zufriedenzustellen. Na, ich hätte erwartet, dass er sich jetzt uns wieder zudreht, nachdem ich ein bisschen geschossen habe. Aber wir bleiben verschont. So, führen hier den Stellungskrieg fort. Rücken ein bisschen vor und helfen unseren Verbündeten gegen die Max-Einheit. Die kann nämlich nicht mehr viel aushalten, so wie die beballert wird. Und verlegen lassen kann die sich auch nicht, weil sie immer beballert wird. Ah, zu stark. Ja. War ganz knapp, ich hätte draufhalten sollen. Hätte ich draufgehalten, wäre sie down. So ein Mist. Ja, Killer-Systems. Aber so kann das manchmal so gehen, man kann halt nicht herein... Doch, man kann hereingucken, aber dafür braucht man das passende Implantat. Aber ich habe lieber auf meinem Sunny Kampf gestählt.
weil es oft auf eine Kugel ankommt, die trifft oder nicht trifft. Egal, abgesehen davon, ob man weiß, ob es nur noch die eine Kugel ist. Also deswegen Kampfgestählt ist, glaube ich, der bessere Deal. So, wir holen uns jetzt gleich noch einmal einen Flieger. Ja, was heißt noch einmal? Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich mache hier eben einen Cut. So, und nach ein bisschen Warten, das waren jetzt 10 Minuten oder so, keine Ahnung, ihr könnt es ja vergleichen an den Session-Stats, was an Zeit vergangen ist, für die Tryharder. Jedenfalls nach ein bisschen Warten ist Inda entsperrt. Juhu. Endlich kann man mal wieder auf einem vernünftigen Kontinent spielen. Ja, wir machen uns aber nicht auf Richtung Vanu, weil ich meine das ernst. Ich kann gegen Scythes noch nicht so gut spielen. Und ich habe keinen Bock, das in meiner Aufnahme zu üben, deswegen... ich habe einen Reaver gehört, eindeutig. Ich weiß noch nicht wo. Ah, da hinten ist er wahrscheinlich gerade zerschellt. Ja, wir machen uns deswegen auf Richtung NC-Gebiet, um den gelb bepissten Hosen in den Arsch zu treten. Ich meine, welche Fraktion denkt sich bitte als Fraktions Militär Hosenfarbe gelb aus? Das hat die GDI aus Command & Conquer schon gemacht und es war damals schon schlecht. Also wir haben hier gerade einen Reaver und einen anderen Moskito, der ihn ebenfalls verfolgt. Der engaged nicht, der hat uns noch gar nicht bemerkt und kriegt ein paar Kugeln. Weicht gut aus, aber nicht gut genug, trifft kein Mal. Und ist down. Okay, Level 28er. So, da ist ein Airhammer. Ein paar Raketen. Haben schon immer Fliegern gut getan. So, wunderbar. Luftüberlegenheit haben wir bekommen. Ich höre, ich wollte gerade sagen, einen weiteren Reaver. Und ich bin mir auch sicher, dass wir den bekommen werden. Solange kein Made in Cloud, weil der ist echt ebenfalls nicht gut. Also, er war genau hinter uns. Er hätte uns mit einer Salve erledigen können, aber er hat es nicht geschafft, zum Glück. An den kommen wir wahrscheinlich nicht ran, weil die Flaks und die ganze Plattform da unten wahrscheinlich besetzt ist. Deswegen gehen wir gerade auch in Deckung vor dem Lock-On. Holy shit, ich weiß nicht, was mir da jetzt noch Schaden macht. Ich weiß nicht, wie mich da hat eine Flak treffen sollen. Auf jeden Fall düsen wir mal ein bisschen brennend durch die Gegend, weil besser als irgendwo zu landen, wo wir eh noch platt gemacht werden. Dann lieber nur Risk, nur Fun und den High Loan wieder bekommen. So, und obwohl unser Ingenieurstool nicht geupgradet ist, mit einer Salve geheilt, aber dank der Brandunterdrückung geht sowas. So, die englische Stimme ist mir echt sympathisch. Verzeihung. Auf jeden Fall ist das die Standardstimme und die ist so gut, finde ich. Jupp, hier ist noch einer, genau. Und da kommt noch ein dritter auf dich zu. Aua. Naja.